So, Leute, wir sind zurück zu Project Zero, da wo gestern... Sorry nochmal für das abrupte Ende gestern, aber naja. Das Video fing einfach an zu laggen, 8 Sekunden nach dem Video, und da wollte ich nicht extra zweite Video für machen. Aber jetzt sind wir heute wieder da und ich hoffe, es laggt nicht. Und weil ich möchte jetzt hier... Das war sowieso scheiße, dass es gestern abgebrochen. Mann, ich wollte gar nicht aufhören und noch lange nicht. Nee, ich habe gesagt, zwei Videos und dann sowas. Ein dunkelroter Fleck, als wäre hier Blut geflossen. Weil ich möchte gerne zwei Videos machen, aber ich kann es leider nicht, wenn mein Computer es nicht mitmacht. Ich werde verschreckt. Oh Gott, nein, das ist so ein... Oh Gott, nee, solche Räume kenne ich aus diversen Anime-Serien. Naja, das Fenster ist von außen zugenagelt, ich kann nicht hinausschauen. Und gerade eben, ich werde übrigens vielleicht nochmal zurückgehen, denn ich habe gerade eben was entdeckt auf dem Weg hierhin. Ja, hahaha. Zum Glück ist gestern nichts Story-Relevantes passiert, als ich zurück auf dem Weg zum Speicherpunkt war. Was soll das jetzt hier? Ist das ein unendlicher Raum? Ah, da liegt etwas sehr Schönes, okay. Da liegt das unter meinen Füßen. Filmtyp 14. Ja, Munition kann man echt mal wieder gebrauchen. Wie viel? Na, nicht so viel. Naja. Ist egal. Okay, wir kommen langsam hinten an. Oh Gott, so viele große Räume. War das nicht damals für irgendwelche Großfamilien gedacht? Zu alten, traditionellen japanischen Zeiten? Da liegt noch was. Da gehe ich jetzt hin. Und das vor allem eine Tür. Aber ich will, dass es da liegt. Weh, du machst die Tür auf. Irgendwas reflektiert Licht im Dunkeln. Heiliges Wasser. Oh, wozu ist das denn gut? Heiliges Wasser. Wasser aus heiligen Bergquellen. Stellt eine... Ach so, wunderschön. Das ist sozusagen so ein Medikit. Oh, nur halt Project Zero Version. Und ganz viel für... Oh, noch mehr. Wow. Ein altes Buch aus Reispapier liegt auf dem Boden. Es ist in schwarzer Tinte geschrieben. Schnipsel der Forschungsnotiz. Das Geheimnis der Seiljungfrau. Aha, yeah. Seile. Auf den wenigen Dokumenten, die es zu dem Ritual gibt, wird immer wieder die Bezeichnung Seilschreinjungfrau verwendet. Ihre Arme, ihre Beine und ihr Hals werden mit 5 Seilen umschlungen. Es gibt jedoch keine Unterlagen darüber, welche Rolle sie bei dem Ritual spielt. Ich habe das Gefühl, dass es noch kommt. Eine Theorie besagt, sie werde geopfert, doch ich kann nur schwer glauben, dass ein so grausames Ritual praktiziert wurde. Ich glaube, da wird noch was kommen. Da kommt noch einiges auf uns oder auf mich und noch auf uns zu. Und ist das jetzt etwa die Tür, die mich etwas in den Griff will? Sie wirken aus wie Haare. Moment, wo ist denn der Griff? Der Griff? Jo, okay. Kein Ding, ich erkenne da nicht. So, gehen wir halt wieder zurück. Lalala. Wehe, mich erschreckt jetzt irgendwas beim Rausgehen. Ich ahne doch was, das sieht so verdächtig. Oh mein Gott, ein Angriffsgeist. Lalalala. Aber das ist egal, wir sind gewappnet. Nein, sind wir nicht, wo ist er? You are too fast, baby! Okay, wo bist du? Kumpel? Wo ist der? Da. Oh mein Gott, was bist du für einer? Wow! Oh fuck. Nein, das war so klar, dass der mich erwischt. Oh mein Gott, das hat mir noch nie so einen. Der ist sehr gruselig. Okay. Volltreffer? Komm schon, das war ein Zero-Shot. Toad! Wir sind Geisterjäger! Ghostbusters! Yeah, ach ja, und mir wurde gesagt, hey, das ist wohl schwachsinnig, wenn du die Punkte sparst. Yeah. So, ich werde mal gucken, kann ich irgendwas Schönes erhöhen? Geschwindigkeit Maximum. Erhöht maximal Ladewert für magische Kraft, falls mehr Schaden. Beschleunigt die Ladezeit. Ich mach erstmal das. Ich mach beides. Yeah! Wow! Yeah, jetzt sind wir schneller und haben mehr Maximum. Mal gucken, ob ich da schon was von merke. Ja, ein bisschen. Geht schon. Passt! Raus hier! Hier sind wir fertig. In dem Raum, hoffentlich. Nee, aber wir müssen eh nochmal zurück. Spätestens, wenn wir es haben, um die Haare zu entfernen, die um die Tür gewickelt waren. Aber hier waren jetzt ja noch zwei andere Türen. Und die werden wir jetzt gehen, falls die eine überhaupt aufgeht und das nicht die... Na? Und das nicht die, gerade mit Haaren zugewickelte Tür war. So, da haben wir die noch. Und die hier noch gleich kommt, wartet. Ich gehe erstmal gucken, ob das die Tür ist, die zu war. Eventuell, man weiß es ja nicht. Also, was heißt Mann? Ich weiß es ja nicht. Lala. So, und zwar die hier. Nein, sie geht auf! Nein, sie geht nicht auf. Auf den Tasten stehen Zeichen.
Damit muss man die Tür öffnen können. Darunter ist etwas eingraviert, aber es wurde herausgemeißelt. Ich kann nur einen Teil lesen. Ich sehe mit Mühe die herausgemeißelten Wörter Shinto-Ritual, Würgeritual und am Tag des. Mehr kann ich nicht erkennen. Jo. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich gerade, ob das was ist, was wir auf dem Dokument hier gelesen haben. Moment. Wo war das denn jetzt nochmal? Shit. Fork. Bezugstabellen der Person im Dokument. Nee, Moment. Verdammt, wo war das denn jetzt? Forschungsnotiz, glaube ich, oder? Nein. Da. Ja, genau das da. Nehmen wir jetzt in. Zahlenrätsel. Hurra. Ich hasse Zahlenrätsel in jedem Horrorspiel. Ob in Resident Evil oder Silent Hill oder Project Zero. Ich finde es ganz interessant. Jedes dieser Spiele hat, finde ich, etwas, was sie am besten können in der Horrorgenre. Dazu gleich. Erstmal muss ich gucken, ob hier ein Vieh ist. Oder irgendwas Gruseliges. Jedenfalls geht's da auf. Das ist schon mal sehr schön. Foto? Foto. Da liegt jedenfalls was. Das ist schon mal gut. Irgendwo muss ich was knipsen können. Knipsen? Knipsen? Bestimmt auf der anderen Seite. Aber erstmal nehme ich das auf. Da liegt. Da liegt etwas zu meinem Fuß. Füßen. Cool, Shotgun. Munition. Das muss hier sein. Ich erkenne hier nichts, wirklich, ehrlich gesagt. Aber ich gucke, wenn ich in die Richtung gucke, ist es nämlich weg. Sobald ich in die Richtung gucke. Busch. Ich gehe mal auf der anderen Seite gucken. Oder ist es jetzt weg? Ist es jetzt ganz weg? Nee. I said so. Ach, egal. Ich gehe gleich mal gucken. Lol, da vorne lag nämlich noch was. Und zwar da. So, eine alte Schriftrolle zwischen den umgestürzten Kerzen. Na, Würgeritual, wir kommen mal näher. Würgeritual, am 13. Tag des 12. Monats soll eine Jungfrau, die 3669 Tage von der Außenwelt abgeschottet war, zerrissen werden, um den Seil Macht zu verleihen. Okay, jetzt wird's krank. Ich hoffe, wir sind keine Jungfrau. Altes Dokument in Akte gelegt, weil dann geht's uns bald schlecht. Was denn jetzt? Was? Es laggt? Warum? Warum laggt es? Wollt ihr mich verarschen? Leute, unangenehmerweise muss ich jetzt Pause machen. Sorry. Mann, das regt mich so auf. Bis morgen oder bis gleich. Ich guck mal, was hier los ist. Ciao.